Ich bin Britta von Plötzlich Kreativ. Ich habe heute für euch eine ganz schnelle Verpackung, und zwar eine kleine Geschenktüte, die ich mit dem Stanzboard für Geschenktüten gemacht habe, mit dem Stanz- und Falzbrett. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Heute ist aber ja auch Simple Sunday. Das Besondere an der Tüte finde ich zum einen das Designerpapier. Und zwar habe ich das Designerpapier Weihnachten in aller Welt genommen. Und das habe ich mir bestellt und habe dann gedacht, ist doch ein bisschen kitschig. Aber mir ist dann aufgefallen, für Geschenktüten ist das wie gemacht. Also mittlerweile hat es den Status, ich muss es nachbestellen. Und der andere Clou ist, vielleicht seht ihr das, und zwar sind das diese Metallic-Schneeflocken, die gibt es ja im Herbst-Winter-Katalog, und die gibt es in Gold und in Silber. Und diese hier ist rot. Wie habe ich das gemacht? Das zeige ich euch jetzt. Und zwar brauchen wir als erstes ein Stück. Und nun geht es schon los. Wo ist denn das jetzt geblieben? Ein Stück DSP. Da ist es. Mit den Maßen 10 Inch mal 6 Inch. Und zwar, ja, 10 Inch, ihr müsst halt einen Streifen von 2 Inch abschneiden. Aber wenn ihr dann 6 Inch nochmal teilt, dann habt ihr zwei Tüten aus einem Stück. Schade ist wieder, diese Seite finde ich ja auch sehr schön. So, aber für die Tüten finde ich tatsächlich diese Seite auch sehr schön. Ja. Und da gab es auch noch, Moment, das habe ich hier auch noch. Also da sind halt mehrere drin, wo ich gedacht habe, naja, das hier ist auch so wahnsinnig bunt. Moment, das rutscht hier alles runter. Das hier ist auch so wahnsinnig bunt. Und ich wusste wirklich nicht, was ich mit diesem Designerpapier machen soll. Die Rückseite ist nun auch nicht so der Burner. Und ja, da bin ich halt auf die Idee gekommen, Geschenktüten daraus zu machen. Beziehungsweise eigentlich ist meine Workshop-Kundin auf die Idee gekommen. Ja, und genauso bei diesem, da geht die Rückseite ja noch. Bei dem anderen Designerpapier, ich denke, ihr kennt es bereits. Also was ich zum Beispiel, ich hole es mal raus. Hiermit ist mir auch noch nicht wirklich viel eingefallen. Die Rückseite hat zumindest Schneeflocken. Das hier finde ich. Ich liebe Nussknacker. Und allein für diese beiden Bögen hat es sich schon gelohnt. Und was ich wieder richtig schade finde auf der Rückseite, ich mag ja dieses, was ist das, Schottenmuster. Ich mag es ja unheimlich gerne leiden. Ja, das finde ich jetzt sehr schade. Das ist wieder so, man kann sich kaum entscheiden. Daraus machen wir die Tüte. Genau, das waren die beiden. Und dann sind da aber noch mehr drin. Das hier ist auch eher so ein bisschen. Ach ja. Weiß ich nicht. Also wahrscheinlich wird das hier auch für Tüten herhalten. Wobei auf der Rückseite sind richtig schöne Schneeflocken. Ja, und das hier hinten, das kann man ja, wenn man das Set hat. Also auch die Thin Lids, und wobei hier, wisst ihr noch, im letzten Jahr gab es Zuckerstangenzauber, und da waren auch diese kleinen Bonbons, also das kann man hier nochmal verwenden. Und hier kann man mit den Thin Lids zumindest die Kränze und die Schleifen ausstanzen. So, das so viel zum DSP. Es fällt wieder alles runter. Ich habe ja schon erwähnt, hier ist ein bisschen das Chaos ausgebrochen, weil ich im Moment unten bastel und hier nicht alles so vorrätig habe, wie ich es gerne hätte. Aber es ist abzusehen, wann mein Bastelzimmer wieder nach oben zieht. So, wir legen los. Nochmal von vorne. Ihr braucht ein DSP, das hat die Maße 10 Inch. Und in der Länge, oder ja, in der Höhe 6 Inch. Und zwar steht auf diesem Board auch schön drauf, wenn ihr
die Tüten machen wollt. S ist 10 Inch, da steht auch die Zentimeterangabe. Dann die Tüte in M, die ist dann ein kleines Stück größer, ist 11 Inch und L ist 12 Inch. Das sind dann immer die Breiten. Also da reden wir von der Breite der Tüte. Die Länge der Tüte, die könnt ihr selbst variieren. Ich hätte jetzt also auch die vollen 12 Inch nehmen können, dann wäre die Tüte halt letztendlich so breit geworden, aber halt entsprechend 12 Inch hoch. So, also das könnt ihr selbst variieren. Und jetzt legen wir los. Bei DSP ist immer das Problem, wenn man hier zu doll falzt, also zu doll drückt beim Falzen, dann springt euch nachher, euch reißen die Falzen und also die Knicke und die Tüten gehen kaputt. Also bei DSP bitte nicht so doll drücken. So, und ihr legt jetzt bei dem Falzbord. So, nächste Sache. Das Muster soll nicht auf dem Kopf stehen. Wir stanzen aber im Grunde den Boden ein. Das heißt, wenn ihr Muster habt, das nachher auf der Tüte richtig rum sein soll, müsst ihr es jetzt bei dem Stanzen bitte umdrehen und quasi auf dem Kopf, dass ihr das Muster auf dem Kopf seht. So, jetzt lege ich an. Und zwar fange ich an mit meinem Rand. Den lege ich hier an der Nase an. Da ist so eine kleine Nase. Da ist auch eine Startlinie. Steht hier auch Startlinie. Da lege ich den Rand meines DSPs an und stanze einmal. Und dann immer erst die Horizontallinie falzen. Und jetzt machen wir eine Tüte in Größe S. Das heißt, ich falze der S-Linie. Jetzt schiebe ich das Ganze weiter auf. Man sieht das bei DSP immer so ein bisschen schlecht. Das heißt, ich habe hier jetzt, da habe ich meine Falz und die muss ich jetzt anlegen an der Nase. Das heißt, ihr schiebt das weiter bis zur nächsten Falz, schiebt es wieder oben ganz ran, ganz reinstecken und wieder. Einmal stanzen. Erst die Horizontallinie. So, und jetzt machen wir eine Seitenlinie. Das heißt, einmal hier die Seitenlinie, das Dreieck und beim Dreieck auch nochmal die Linie ziehen. Jetzt gehen wir wieder weiter und zwar bis zu der Seitenlinie, die gefalzt wurde. Und da klemmt es noch, Mensch. So, also bis zur Seitenlinie, die wieder an der Nase, die Seitenfalz wieder an der Nase anlegen, also die Falz, die hier war, jetzt an die Nase legen, wieder stanzen, einmal die Horizontallinie und wieder bei S falzen. Wir machen ja eine S-Tüte. So. Jetzt die S-Linie bis zur Nase, horizontal stanzen und uns fehlt noch eine Seite von der Tüte. Das heißt, wir haben wieder eine Seitenlinie, das Dreieck und die Seitenlinie in der Mitte. Und nun wird ein letztes Mal gestanzt und zwar wieder an der Falz. Das heißt, an dieser Falz, die schiebe ich wieder bis zur Nase. Und stanze noch einmal. Nun sieht das Ganze so aus. Das wird euer Boden. Und ich möchte jetzt die Tüte oben auch verschließen mit einem Band. Das heißt, hier oben brauche ich Löcher. Und die Löcher macht ihr hier ist auf der. Hier haben wir eben die Tüte gestanzt und gefalzt. Und auf der Rückseite, wenn ihr es umdreht, ist hier nochmal eine Nase. Und das funktioniert jetzt wie folgt. Und zwar legt ihr bei der Nase alle Falzen an, die unten diese
Ausbuchtung haben. Das heißt, hier ist das, was wir vorhin gestanzt haben. Hier geht die Falzlinie und da lege ich oben die Nase an. Schieb das wieder gut ran an die Kante hier oben und stanze. Und dann habe ich zwei Löcher. So, die nächste Falz wäre hier, aber hier unten ist keine ausgestanzte Kante. Die ist erst wieder hier. Das heißt, an der Falz gehe ich wieder nach oben, die lege ich wieder mit der Nase rein und stanze. Dann habe ich, ich schiebe das mal einen kleinen Tick höher, dann könnt ihr es besser sehen. Dann habe ich meine nächste Kerbe hier, das heißt, die passende Falz dazu schiebe ich oben bis zur Nase und stanze. Und die nächste Kerbe ist hier, die passende Falz schiebe ich wieder bis zur Nase, stanze. Und jetzt brauche ich noch einmal hier hinten, das heißt die Kante, weil eigentlich ist ja hier auch gestanzt. Die Kante lege ich auch noch mal rein und stanze. So, und dann habe ich meine Tüte schon so gut wie fertig. Beim DSP nehmt bitte nicht das Falzbeil und falzt die Kanten noch mal die Falzlinie nach, knickt die nicht nach, sondern nehmt einfach nur eure Hände und knickt eben die Knicke durch. Diese Nase hier, diese hier, wir haben 1, 2, 3, 4 Bodenstücke und das hier ist über. Das schneide ich mir weg. Und dieses schmale Stück wird meine Klebekante. So. Achso, ich knick jede Kante, jede Falz, die unten eben diese Stanz, ja, dieses Ausgestanzte hat, die falte ich, die knicke ich. Die dazwischen, das sind die Seitenteile, das hier ist das Dreieck, das ist das Seitenteil, die werden nachher nach innen geknickt. Also die lasst ihr jetzt einfach in Ruhe, da macht ihr gar nichts mit. So, auf diese Klebelasche trage ich jetzt, und jetzt habe ich ihn unten vergessen, Tombow oder Fast Fuse oder wie auch immer auf. Also ihr tragt da Kleber auf. Und klappt einfach die Seite rüber, das passt. So, also einfach nur die Seite umklappen. Das passt genau. Ja, das haben wir ja genau so gefalzt und gestanzt, dass das passt. So, jetzt dreht ihr die Tüte auf den Kopf, so dass die Laschen hier oben sind und die auch nur einmal eben ein bisschen mit den Fingern jede einzelne Lasche schon umknicken. So, nun gucke ich immer, was hinten und was vorne ist und zwar, seht ihr das? Da hinten habe ich es, hier habe ich es zusammengeklebt. So, das heißt, das hier ist hinten. Jetzt knicke ich die beiden um. Und jetzt wäre es doch ganz schön, wenn ich Tombow hätte. Tada, 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 weil es damit immer ein bisschen einfacher geht. So. Und zwar, die sind schon alle so leer. Ich bin wieder super vorbereitet, Leute. Ich greife mal in die Tiefen meiner Kiste. So. Tada! So. Also auf die Laschen trage ich hier Tombow auf und dann nehme ich die hintere Lasche, das ist ja hinten, und klappe die nach vorne. Und achtet drauf, dass alles schön parallel ist.
So, und jetzt nehme ich die vordere Lasche und da trage ich auch hier Tombow auf. Und zwar auf der Lasche, nur auf den äußersten Rand. Also nur einmal hier außen und zu. Und klappe die Lasche nach vorne. So. Und schön darauf achten, dass alle Kanten schön parallel sind, dass da nichts verschiebt, damit ihr auch eine schöne Tüte habt und das nicht krumm und schief ist. Jetzt drehe ich die um, gehe einmal von innen rein und drücke von innen so ein bisschen den Kleber fest, damit er gut anzieht. So. Und fertig ist die Tüte. Tada! So. Jetzt habe ich hier meine Seitenlinien und die kann ich einfach zack so rein knicken. Und dann nehme ich mir das einfarbige Geschenkband in Glutrot. Und fädel das hier durch. Na. So. Und mit einem Doppelknoten, ich kann die Tüte dann natürlich befüllen, mit einem Doppelknoten, ach Quatsch, Doppelknoten mit einer Schleife, verschließe ich die Tüte dann. So. Und jetzt möchte ich ja noch das Etikett haben. Da hatte ich ja gesagt, ich habe, tada, na, eine wollen wir nur haben, eine Schneeflocke habe ich rot angemalt. Und das habe ich gemacht mit den neuen Stampin' Blends. Und zwar ist das Dunkel Chili. Und mit der breiten Spitze. Also ihr könnt die mit allen, ich habe jetzt Dunkel Chili genommen, halt rot. Ihr könnt da wirklich alle Farben nehmen. Ihr könnt euch die anmalen, wie ihr möchtet. Und mit den silbernen klappt es am besten. Die goldenen, ja, da wird die Farbe schon ein bisschen verfälscht. Und ihr geht einfach mit der breiten Spitze, färbt ihr euch so ein bisschen schräg halten und da färbt ihr euch einfach die Schneeflocke mit ein. Und wie gesagt, das geht mit allen Stampin' Blends. Und da kann man die schön mit anmalen. Aber halt nicht so, also nicht senkrecht malen, sondern wirklich legt das, als wenn ihr früher, als wenn ihr irgendwie sowas ausschattiert habt. So, damit färbe ich die komplett ein. So. Und jetzt erst würde ich jetzt nicht drauf touchen, aber wenn man die jetzt so ein bisschen zur Seite legt und wir müssen ja noch ein Etikett stempeln und stanzen, dann ist das auch getrocknet? Das ist ja ein Alkoholmarker, also Marker auf Alkoholbasis und die trocknen unheimlich schnell und die Farbe hält dann auch. Das ist nicht, ich habe es mit den normalen Markern probiert, damit geht es nicht. Für das Etikett habe ich weihnachtliche Etiketten genommen und zwar den Stempel nur für dich. So, und da nehme ich das Stempelkissen und ich habe die Farbe passend zum Designerpapier Espresso.
Einmal abstempeln. So. Und das schön mittig mit der Etikettenstanze ausstanzen. Zack. So, und nun habe ich, hier habe ich nämlich die kleinen Pailletten draufgeklebt. Und zwar brauche ich sonst immer nie die Sterne. Die sind bei mir irgendwie immer über. Und dafür kann man die jetzt hervorragend nehmen. Und da habe ich mir auch die silbernen rausgesucht. So. Das wäre es ja noch, die jetzt umkippen. Und ich hatte auch irgendwo gerade eben noch da. Die klebe ich auf mit den Glue Dots. Einen dahin. Einen da oben oder da unten oder wo ihr möchtet. Das bleibt ja euch überlassen. So, und die kann ich genauso ein bisschen einfärben. Allerdings, da hält die Farbe nicht ganz so gut drauf. Und auch schön vorsichtig sein, dass ihr euch da nicht noch den Farbkarton wieder mit anmalt. Also ein bisschen vorsichtig, so. So, und nun nehme ich dieses Etikett, trage da hinten Fassfuß auf, klebe dieses Etikett auf meinen Stern. Der mittlerweile, seht ihr, der ist ja, nix, der ist trocken. So, und dann trage ich hier hinten auf dem Stern noch Fastfuse auf und klebe mir den hier vorne auf die Verpackung. So. Und fertig ist eine Weihnachtstüte mit einem roten Stern. Und das Papier finde ich, also eigentlich bräuchte es gar keine. Gar kein Etikett. Eigentlich finde ich die Tüte so schon echt schön mit dem Papier, das ich vorher gar nicht mochte. Aber jetzt ja, brauche ich nochmal Nachschub. So, das ist meine Idee für den Simple Sunday. Ich hoffe, dir hat sie gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!